Bis vor ein paar Tagen hingen hier die weißen Mauerkreuze. Inzwischen sind sie weg. Aktivisten des Zentrums für politische Schönheit haben die Kreuze vor ein paar Tagen geklaut. Am helllichten Tag. Und an die Außengrenze der EU gebracht. Nach Melilla zum Beispiel oder Bulgarien. Sie wollen zeigen, es gibt in Europa immer noch Grenzen, an denen Menschen sterben. Während unseres Drehs am Reichstag spontaner Besuch eines Kritikers. Ich habe da was dagegen, dass das Denkmal an die hier an der Mauer Verstorbenen, an der deutsch-deutschen Grenze Umgekommenen für politische Zwecke, für dritte politische Zwecke instrumentalisiert wird. Und ich glaube, das ist höchst unanständig. Und auf einmal schaut auch die Polizei genau hin, was hier eigentlich passiert. Der Staatsschutz ermittelt jetzt gegen die Aktivisten. Die rechtfertigen ihre Mauerkreuzaktion. Das offizielle Gedenken bezeichnen wir als Gedenkkartell, weil es im Prinzip auf Nostalgie aus ist und auf Verschleierung. Wir haben jetzt aktuell das Problem, das es damals auch gab, ja, dass Menschen, die in Freiheit leben wollen, auf ihrer Flucht getötet werden oder sterben. Tote an unseren EU-Außengrenzen sind komplett inakzeptabel. Doch was halten die Angehörigen der Mauertoten aus Deutschland von dieser Argumentation? In einem alten Wachturm hat Jürgen Littfien eine Gedenkstätte für seinen Bruder errichtet. Günther Littfien war der Erste, der 1961 an der Grenze erschossen wurde. Sein Kreuz ist auch verschwunden. Also das ist ja das Kreuz, was jetzt geklaut worden ist. Günther, ja. Weil diese Aktivisten sagen, diese Kreuze müssen mehr bedeuten, auch für die Zukunft. Ich kann das ja sogar ein bisschen nachvollziehen, aber mein Bruder ist auch nicht an der Grenze gestorben. Was sagen Sie dazu? Ich verstehe so eine Penner nicht, die sich daran vergreifen. Das ist, um sich zu profilieren, dass er wieder in eine Zeitung kommen und machen, Kreuze geklaut, bumm, aus, Ende. Einer, der sich als Künstler schon sehr lange mit der Erinnerung an die Mauer beschäftigt, ist Ben Wagin. Er ist Träger des Bundesverdienstkreuzes, bekannt geworden für seine Installation Parlament der Bäume im Regierungsviertel. In der S-Bahn-Station Nordbahnhof zeigt er mir sein aktuelles Werk, Aktenmauer. Natürlich, sagt er, muss jedes Gedenken in die Zukunft gerichtet sein. Die offizielle Balloninstallation ist ihm hingegen zu pathetisch nostalgisch. Das ist gerade auch die Schwachstelle dieser Inszenierung, die jetzt gerade als Halligalli hier stattfindet. Die Ballons. Na natürlich, das ist Oktoberfest, ja. Und die Nummer mit den geklauten Mauerkreuzen, kann Ben den Ärger des Angehörigen Jürgen Littfien verstehen? Du sollst doch froh sein, dass es die Aufmerksamkeit dafür wenigstens geschafft worden ist. Sonst hättest du dieses doch gar nicht in der Hand gehabt. Kapier das doch endlich mal. Botschaft angekommen. Neben dem Nordbahnhof die offizielle Mauergedenkstätte an der Bernauer Straße. Was meinen die Touristen? Gibt es einen Zusammenhang zwischen Grenzopfer damals und heute? Da sehe ich ein Stück weit eine Verbindung. Sie sprechen sicherlich die Flüchtlinge in Lampedusa an, die Boote, die da, wo die Flüchtlinge sterben müssen. Die ist konstruiert. Ja. Da sehe ich keine Verbindung. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, finde ich. Diese Verbindung sehe ich schon. Also da, wo Not halt groß ist, wollen Menschen halt weg. Heute Mittag dann vor dem Maxim Gorki Theater. Die Aktionskünstler sammeln sich zur Abfahrt. Ihr Ziel, die europäischen Außengrenzen, dort, wo die Kreuze jetzt hängen. Sie riefen auf zum ersten europäischen Mauerfall, zum Grenzen einreißen und Stacheldraht zerschneiden. Eine Kunstperformance, sagen die Aktivisten, Aufruf zur Straftat, vermutet der Staatsschutz und kontrolliert das Gepäck auf Bolzenschneider. Nach einigem Hin und Her aber ist es dann soweit. Mit dem Segen von Shermin Langhoff, der Intendantin des Maxim Gorki Theaters, geht die Reise los. Die Mauerkreuze übrigens sollen am Montag wieder zurückkehren nach Berlin und sogar restauriert.